super, dass du da bist. Darf ich dich kurz fragen, warum du heute dabei bist? Was ist wohl dein Hauptanliegen? Mein Hauptanliegen ist ganz klar für die Demokratie. Nicht wie was heute als Demokratie bezeichnet wird, sondern das, was wir in der Schulzeit gelernt haben. Nie wieder. 33 folgende, beziehungsweise ja schon vorher. Und ich sehe die ganz große Gefahr, dass wir genau darauf hinsteuern, beziehungsweise schon mittendrin sind. Ich bin dabei, weil ich sehe, dass die Lebensgrundlage der Menschen zerstört wird. Nicht nur in der Energieversorgung, sondern auch im Zwischenmenschlichen, dass wir über die letzten 2-3 Jahre gesehen haben, dass die Menschen untereinander mit Gewalt gespalten werden. Ja, weil ich das hier alles so toll finde in dem deutschen Lande. Auf der einen Seite möchte ich ganz gerne wissen, wie viele Leute mittlerweile ein bisschen, wie sagt man, aufgewacht sind. Ja, natürlich auch, um den Unmut kundzutun und zu zeigen, dass ich auch nicht einverstanden bin mit der jahrelang nicht nahe am Volke regierenden Art und Weise, die hier vonstatten geht. Ich kann da mal so ein paar Beispiele nennen. Wir hatten zum Beispiel 2018 die höchsten Rohölpreise und der Sprit war 2018 trotzdem dementsprechend preiswert. Da sind die Rohölpreise niedriger als 2018 und wir haben höhere Benzinpreise, nur in Deutschland. Fährt man in die umliegenden Länder, kann man da noch normalpreisig tanken, zum Beispiel Polen. Ja, das ist locker 54 Cent, glaube ich, sind es weniger. Und Thema Gasspeicher ist noch so eine Geschichte. Die Gasspeicher sind nahezu voll. Für uns ist nichts da. Die Preise werden erhöht. Politisch laut Agenda skaliert und solche Geschichten, die gehen einfach nicht. Ja, da wurde eine rote Linie überschritten. Um letztendlich auf unsere Sorgen, die wir alle miteinander teilen, halt aufmerksam zu machen. Und halt auch im Grunde genommen auf die Politik, und zwar auf die lokale, örtliche Politik zuzugehen. Und diese halt um Antworten zu beten. Ja, und das hat dann eben letztendlich dazu geführt, dass wir unter anderem halt eben, ich habe die drei Gemeinden eben schon genannt halt, die Wedemark, die Samtgemeinde Schwanstedt und die Stadt Neustadt, letztendlich gemeinsam Demonstrationen bzw. Aufzüge veranstalten wollen, um eben letztendlich darauf aufmerksam zu machen. Und uns natürlich auch gemeinsam zu vernetzen und der Politik klarzumachen, dass wir uns halt ziemlich große Sorgen machen. Wird zugedreht, das macht Spaß. Ohne Gas, ohne Gas. Wir wollen frieren und vernünftig sein. Man duschen, pinkeln und sparsam sein, das macht Spaß.
ohne Gas, ohne Gas. Wir wollen Spaß, wir wollen Spaß. Wer braucht Gas, wer braucht Gas? Haben kein Gas, wenig Gas. Das macht Spaß, das macht Spaß. So, eine kurze Frage und ein Zwischenresümee an den Organisator. Wie findest du es bisher? Was ist dein Resümee? Ja, super Veranstaltung. Wir sind hier inzwischen schon über 160 Leute. Wir haben ein bisschen auf die Trecker achten. Und das klappt hier alles super. Tolle Stimmung in der Truppe. Wir haben selbst den DGB und Ferdi hier. Respekt für die Leute. Gut. Super. Die Polizei arbeitet hier toll zusammen. Alles bestens. Tolle Veranstaltung. Prima, ich danke dir, Carsten. Sag mir bitte, warum? Warum können wir nicht zusammengehen? Jede Krise gemeinsam überstehen, ohne Macht auszubauen. Im Spiel des Grauen, ich verstehe nicht warum. Oh, bitte warum? Sag mir warum? Sag mir warum? Oh, bitte warum? Sag mir warum? Sag mir warum? Sag mir bitte warum? Auch ein Drittel des ganzen Getreides der Welt wir fressen und fressen, woanders hungern Menschen. Wir könnten Hanf anpflanzen, anstatt den Regenwald roden. Wir könnten mehr Wetter schaffen, anstatt mit Schneeballmethode immer noch mehr und mehr ins Portemonnaie reinzuholen, bis man dann merkt, der Wert von Geld ist Illusion. Wir könnten mehr als fünf Sinne nutzen, um andere kennenzulernen und ihnen begegnen, als ob man selber wäre. Wir könnten dieses und jenes, wir könnten dies und das. Ich könnte stundenlang drüber reden, aber ich mach lieber was. Die Welt ein bisschen besser machen. Wer Frieden will, verkauft keine Waffen. Wir könnten uns alle die Hände reichen. Wir setzen ein Zeichen. Wir können so leicht die Welt ein bisschen besser machen. Wer Frieden will, verkauft keine Waffen. Wir könnten uns alle die Hände reichen. Wir setzen ein Zeichen. Wir könnten alles verändern, wenn wir nur aufhören zu gönnen. Wir könnten gar nichts verändern, alles ist Bänder. Barrieren, nicht nur in den Barrieren, nutzt da nicht mehr, auch wenn man nicht danach gefragt hat. Wir könnten aufhören so zu tun, als hätte Geld einen Wert und zu handeln, als ob wir wirklich alle Menschen wären. Ganz ohne Message share, miteinander sprechen lernen. Lächeln, wer bindet in uns drinnen, schlägt dasselbe Herz. Wir könnten uns verändern, dadurch alles um uns herum verändern. Dadurch wirklich alles vom Grund auf ändern. Es gibt keinen Grund noch länger darauf zu warten und einfach starten, statt zu fragen, warum sagen drin nicht warten. Wir könnten das T streichen, denn wir können. Punkt. Ja, was ich euch aber gerne sagen möchte, ist die Fragen, die wir eigentlich an die lokale Politik gestellt haben, wo wir eigentlich erwartet hätten, dass man uns, wenn schon halt, wenn man keine Zeit findet oder den Mut halt hierher zu kommen und sich den Fragen zu stellen, dann doch wenigstens eine Absage oder eine Stellungnahme schickt. Das hat man nicht getan. Aber das ist auch in Ordnung, das sind wir inzwischen gewöhnt, dass man uns ignoriert und auch unsere Sorgen. Und zu diesem Zweck möchte ich eigentlich gerne die Gesprächsrunde bzw. das offene Mikrofon eröffnen. Und ich glaube, den Anfang macht die Iris. Also, ganz oft sind wir gefragt worden, wer sind wir? Viele haben Angst. Um das mal ganz klarzustellen, ich bin Krankenschwester. 1978 habe ich meine Ausbildung begonnen. Ich arbeite immer noch als Krankenschwester, 35 Jahre auf Intensiv. Wir sind keine Dummschwätzer, wir sind keine Schwurbler, wir sind ganz normale Menschen und wir machen uns Sorgen. Und was hat uns getriggert? Ein Landwirt in der Nähe von Neustadt. Sie sehen, wie ich zitter, ich bin aufgeregt, das ist nicht mein Feld. Aber dieser Bauer, was hat er gesagt? Er muss jeden Morgen seine Kühe nicht nur melken, aber er wird seine Milch nicht los. Und nicht nur das, dass er nichts verdient. Er muss sie auch noch entsorgen. Und was ist mit unseren Butterpreisen? Wo leben wir? Hier muss doch mal endlich jemand was tun. Und das ist unser Anliegen. Ja, dieser Landwirt aus Petershagen ist übrigens nicht alleine. Es gibt noch fünf weiteren Bauern genauso, bei denen die Molkerei Frischli halt deren Milch nicht mehr abnimmt. Und die müssen die täglich halt entsorgen. Ich glaube, man hat irgendwas gesagt von 2000 Litern pro Tag, die da in der Biogasanlage entsorgt werden müssen. Das Schlimme ist nur, dass
Sowas, das haben wir auch durch Zufall eben am offenen Mikrofon erfahren. Der Landwirt fragte dann halt, ob er eventuell mal auf seine Situation aufmerksam machen dürfte. Das haben wir natürlich bejaht und dann hat er uns seine Geschichte erzählt. Jetzt fragt man sich, wie man sich das gefallen lassen kann. Und wir haben ihn auch gefragt, warum er sich nicht organisiert und das publik macht, dass die Leute das erfahren. Er sagte, ja, ich bin halt nur Landwirt. Darauf sind wir im Grunde genommen auch gefragt, alle, die wir hier sind, diese Leute zu unterstützen und denen ein Podium zu geben, um auf deren Probleme aufmerksam zu machen. Geht doch einfach mal dahin in diese Wahlkreisbüros und fragt doch mal die Kollegen, am besten den Abgeordneten selber, was das sein soll, was sie hier abziehen die letzten Jahre. Weil solange wir ein Listenwahlsystem haben und die Politiker mehr Angst davor haben, das nächste Mal nicht ihren Arsch im Parlament Platz sitzen zu dürfen, sondern wenn sie irgendwann mal Angst haben, sich euren Fragen stellen zu müssen, und zwar massiv, erst dann wird ein Umdenkprozess stattfinden. Und darum möchte ich euch bitten, besucht einfach mal eure Abgeordneten neben euren Spaziergängen. Schönen guten Tag. Wir haben uns als Gewerkschaften sehr gefreut, dass es im Heidekreis erstmals zu einer öffentlichen Kundgebung, zu einer öffentlichen Demonstration gegen die Teuerung kommt. Und Sie haben folgenden Text verfasst. Ich denke, den werdet ihr höchstwahrscheinlich akzeptieren können. Das ganze Netzwerk Landkreis Limburg-Weser. Solidarisch durch die Krisen. Soziale Sicherheit schaffen und fossile Abhängigkeiten beenden. Die steigenden Kosten für Mieten, Lebensmittel und Energie sind für immer mehr Menschen eine extreme Belastung. Viele wissen nicht, wie sie ihre Rechnungen bezahlen sollen. So, und was ich einfach weiter damit sagen möchte, ich habe tierische Angst davor, dass irgendjemand aus irgendeinem Land auf den roten Knopf drückt. Und dann müssen wir uns über irgendwelche Kriege überhaupt keine Gedanken mehr machen. Hallo, liebe wahrheitsliebenden Menschen hier aus der Gegend. Wir sind heute mit ein paar Leuten aus Hannover da. Danke für eure Unterstützung, dass ihr mitgekommen seid. Jetzt ist die Dame leider schon weggegangen. Ich bin nämlich auch von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht betroffen. Und ich kann sie sehr gut verstehen. Ich wollte darüber eigentlich nichts sagen. Aber als ich gesehen habe, wie sie zittert und wie sehr sie das belastet, fühle ich mich doch noch mal gezwungen, darüber zu reden. Ich habe Herrn Weil bei einer Wahlkampfveranstaltung angesprochen und habe ihn gefragt, ob er der Meinung ist, dass die sogar verlängert werden muss. Und er meinte, ja, natürlich, wenn die so sein muss, dann ist es so. Wir müssen darauf Rücksicht nehmen, auf die vulnerablen Gruppen. Und da kriege ich einen ganz dicken Hals, weil wir wissen alle, es gibt keinen Fremdschutz. Das war's? Ja. So, jetzt. Schulter so ein bisschen. Erst ein bisschen Musik. Anja. Erst Anja. Alle mitmachen! Alle für Frieden! Und für Freiheit! Und für Selbstbestimmung! Und Souveränität! Jawohl! Ich habe mir dazu ein paar Gedanken gemacht und das sind ein paar Gedanken zu diesem Land und die möchte ich gerne mit euch teilen. Denn mein Land hat oft Weltgeschichte geschrieben. Es wurden Täler durchschritten, auch moralisch und Höhen erklommen auf vielfältige Art und Weise. Aber die Menschen in meinem Land lernten ständig dazu und verbesserten so ihre Lebensbedingungen kontinuierlich. Mein Land hegt und pflegt seinen Mittelstand, denn dieser ist der Motor der Gesellschaft. Mein Land steht für die freie Entwicklung und Entfaltung seiner Menschen, für gute, ausreichende Ernährung aus vorwiegend heimischer Landwirtschaft, weil verstanden wurde, dass man Bauern ihre Arbeit einfach machen lassen muss, ohne überbordende Verbote, Regeln und Zwänge.
Mein Land hat eine Kirche samt geistlichem Personal, die nicht politisch, sondern christlich handelt. Mein Land hat eine politisch unabhängige Rechtsprechung, die auch die Politik überwachen kann. Und Staatsanwälte sind hier nicht weisungsgebunden. In meinem Land stehen die Menschen geschlossen zueinander. Einer der schlimmsten Diktatoren des 20. Jahrhunderts sagte mal sinngemäß: Ich garantiere die Freiheit der Rede, aber nicht die Freiheit nach der Rede. Darum steht mein Land für eine Berichterstattung, die kritisch ist und hinterfragt und den Regierenden auf die Finger schaut und nicht dem Volk. In meinem Land gibt es klare demokratische Prozesse und Meinungsfreiheit. Und jeder kann nach seiner Fasson sprechen, leben und handeln, ohne dafür Repressalien, Diskriminierung bis hin zur Existenzvernichtung befürchten zu müssen. In meinem Land sind Menschen verpönt, die eine politische Ideologie vertreten und diese anderen Menschen aufzwingen wollen. In meinem Land genießt die Familie als Kern einer gesunden Gesellschaft den größten Schutz, selbst vor staatlicher Willkür. Und genau deshalb dürfen in meinem Land Kinder noch Kinder sein. Sie dürfen spielen, toben, Streiche aushecken, beim Keksebacken in der Küche die Küche einsauen und mit aufgeschlagenen Knien nach Hause kommen und sich von den Eltern trösten lassen. Sie dürfen ihre Umwelt erkunden und alles andere selbst erlernen, wenn sie heranwachsen und für das Leben reifen. Mein Land steht für Frieden und internationalen Dialog und nicht für Säbelrasseln und Sanktionen. Mein Land hat echte Volksvertreter, die ihr Volk vertreten und nicht verkaufen. Die es nicht wagen, die hart arbeitenden Menschen mit immer neu ausgedachten Steuern, Abgaben und Bußgeldern zu schröpfen, um damit ihre eigenen Taschen zu füllen oder es großzügig und sinnlos an Außenstehende zu verteilen. Mein Land ist souverän und selbstbewusst und lässt sich von keinem anderen Land, von keiner Nichtregierungsorganisation und keinen milliardenschweren Oligarchen sagen, was es zu tun und zu lassen hat. Das ist mein Land. Doch dieses Land ist nicht Deutschland. Danke. Und nochmal. Macht euch endlich gerade, erhebt euer Haupt und eure Stimme und werdet laut. Denn 11:55 ist es bereits. Schließt euch uns an, es ist an der Zeit. Und Bock hält nicht mehr, sondern seid voller Stolz. Wacht auf und erkennt, wir sind das Volk. Nein, buckelt nicht mehr, sondern seid voller Stolz. Wacht auf und erkennt, wir sind das Volk. Dankeschön. Du bist geliebt. Amen. Ja, vielen Dank, Christine. So, wenn wir jetzt keine weiteren Meldungen mehr haben, dann bedanke ich mich erst nochmal recht herzlich bei euch allen. Ja, dann würde ich jetzt hiermit die Versammlung beenden. Ein Wort an die Polizei. Danke nochmal dafür und wünsche euch noch ein schönes Wochenende.